Ja, liebe Parteifreunde, ich stehe heute Morgen hier und bin ziemlich überrascht, was der Herr Demolski gerade gesagt hat. War sehr beeindruckend, diese Rede. Für mich persönlich muss ich sagen, ich möchte mich jetzt erstmal der Frau Unterobelt anschließen oder ich möchte daran anknüpfen, was sie gestern gesagt hat. Nach 20 Jahren als gelernter Schreiner im Mittelstand habe ich die Sorgen und Nöte des Mittelstandes kennengelernt. Seit 2009 bin ich als gelernter Arbeitspädagoge, als Inklusionshelfer an einer Gesamtschule in Mörstedt, im Kreis Wesel. Also diese Bewegungslegasthenie, möchte ich das jetzt mal nennen, wie die Frau Opel die gestern beschrieben hat, die ist durchaus real und greift immer mehr um sich. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Wir haben hier in unserem Land lediglich zwei Ressourcen. Das ist die Bildung und das ist der Mittelstand. Die Bildung, meine Damen und Herren, ist zwingend das Fundament für den Mittelstand. Die Bildung seit 2011, seit der gesetzlich eingeführten Inklusion, die mit Hochdruck hier vorangetrieben wird in NRW, nimmt das Bildungsniveau hier spürbar ab. Und das in einem Zeitraum von nur 5 Jahren. Das erlebe ich jeden Tag. Es kann nicht so weitergehen. Inklusion, sagen Sie, interessiert mich nicht. Was soll das? Sind Randerscheinungen. Nein, sind es eben nicht. Die Inklusion, die schlägt mittlerweile voll durch an allen Schulen, nicht nur an den Gesamtschulen. Gesamtschulen sind in meinen Augen, ich sag mal, ein rot-grün gesellschaftliches Großexperiment, was an unseren Kindern und an den Lehrern vorgenommen wird. Das kann und das darf so nicht weitergehen. Was erlebe ich jeden Tag an den Schulen? Die Schulen, zumindest diese Schule, an der ich arbeite und an einem Berufskolleg, wo ich auch arbeite, die gleichen mittlerweile immer mehr eine Arena. Da geht es Lehrer gegen Lehrer, da geht es Schüler gegen Lehrer, da geht es Schüler gegen Schüler, da geht es Eltern gegen Lehrer und da geht es Schüler gegen Eltern. Das sind teilweise Formen, da kann ich Ihnen sagen, das macht keine Freude mehr. Wenn man den ganzen Tag 8 Stunden in einem Klassenzimmer steht, mit einem Lärmpegel wie am Frankfurter Flughafen, können Sie sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man nachmittags nach Hause kommt. Unsere Landesregierung ist nicht bereit, daran etwas zu ändern. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was der Kollege Seifen am letzten Wochenende gesagt hat. Er sagte, er wäre dafür, die Inklusion abzuschaffen und die Gesamtschulen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu einer kooperativen Schulform umzubauen. Ich denke mal, die Zahlen können wir uns ziehen. Die Inklusion wird definitiv nicht abgeschafft, weil mittlerweile die Sozialindustrie und vor allen voran die paritätischen Wohlfahrtsverbände und die karitativen Verbände Milliarden mittlerweile damit verdienen. Und die werden sich das nicht geben. Das heißt, sollten Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben, werde ich in der Fraktion im Landtag dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Inklusion endlich geschaffen werden. Das heißt, mehr Personal an den Schulen. Die Infrastruktur, die muss erstmal aufgebaut werden. Im Moment wird das Pferd von hinten aufgezäumt und die Lehrer wundern sich, wenn der Gaul ausschlägt. Im Moment, also so wie die Situation zurzeit sich darstellt, gibt es hier nur Verlierer. Auf allen Seiten. Allen voran die Kinder natürlich. Nicht nur die Kinder, wo mein Job ist, die zu begleiten, das heißt Kinder mit Handicap, mit Behinderung, sondern auch und gerade die, ich sage es bei Anführungsstrichen, normalen Kinder. Weil dadurch, dass nicht in jeder Klasse ein Uwe Grimm steht und einem Lehrer zur Seite stehen kann, wenn ein integratives Kind dort sitzt, muss der Lehrer sich um dieses Kind kümmern, vorrangig. Das heißt, der Rest der Klasse guckt in die Röhre. Das erlebe ich jeden Tag. Und das, meine Damen und Herren, müssen wir ändern. Und wenn in unserem Land darf an 2 Dingen auf gar keinen Fall gespart werden, das ist die Bildung und das ist die innere Sicherheit. Und wenn ich immer höre, dass es kein Geld da, dann sage ich, das ist Blödsinn. Ich kenne jetzt die Zahlen des Landeshaushalts NRW nicht auswendig.
Aber ich kann Ihnen versichern, die Gelder dafür sind da. Die sind für andere Dinge da, die sind auch da. Und wie gesagt, und wenn die Gelder nicht da sind, dann muss man eben gerade im Bereich Bildung und innere Sicherheit Schulden machen. Punkt. Es wird dort, hier wird am verkehrten Ende gespart. Die Lehrer werden verheizt. Ich denke mal, es sind einige Lehrer im Raum, die mir das bestätigen können. Der Krankenstand ist bei den Lehrern seit 2011, seit Einführung der Inklusion, spürbar angestiegen. Lehrer, die nicht auf Sonderpädagogik studiert haben, werden per Dienstanweisung dazu verdonnert, Inklusionsklassen zu leiten. Und die Motivation, die dann bei den Lehrern zutage tritt, denke ich mal, können Sie sich sicherlich bildlich vorstellen. Ich möchte gerne in der Fraktion im Landtag zu NRW, möchte ich diese Verhältnisse ändern, aktiv ändern. Und ich denke mal, mit dem da bin ich jetzt nicht bei Herrn Wolski, also ich sehe nicht, dass bisher Leute hier auf die Liste gewählt wurden, die er da nicht sehen möchte. Ich bin der Meinung, das sind sehr gute Leute. Und ich bin auch der Meinung, mit diesen Leuten können wir eine ganze Menge erreichen. Ich danke Ihnen. Dankeschön, Herr Grinz. Wir beginnen links vorne mit der Frage. Ja, guten Tag, Nick Vogel, Kreisverband Düsseldorf. Lieber Uwe, dein Vortrag hat mir ganz gut gefallen. Bei einer Sache bin ich allerdings etwas stutzig geworden. Und zwar, als du eben das Wort in den Mund genommen hast, wir müssen uns verschulden, um diese dringenden Probleme anzugehen. Natürlich gehört da Geld rein, aber ich würde meinen Wählern jetzt nicht vermitteln wollen, dass wir uns noch mehr verschulden können. Vielleicht wäre ein schöner Ansatz, den du uns auch... Ja, danke Nick, hast du absolut recht, aber... Nein, aber das ist hart. Entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder es ist falsch angekommen. Ich habe gesagt, wir müssten uns dann verschulden, aber das Geld ist da. Ja? Okay, nächste Frage, rechts am Mikrofon. Wolf-Dieter Wiese, Kreisverband Bobo. Ich kann Sie gerade ganz schlecht verstehen. Wolf-Dieter Wiese, Kreisverband Bobo. Herr Krietz, Sie sind sehr intensiv auf das Problem der Inklusion eingegangen. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist so diese Doppelbelastung Inklusion plus Integration. Das heißt, ich hätte gerne noch ein bisschen was von Ihnen gehört, wie Sie vor allen Dingen diese Doppelbelastung mit der Integration angehen wollen. Herr Liese, ganz kurz nicht weglaufen. Ich habe da noch mal eine Verständnisfrage. Integration meinen Sie jetzt in Bezug auf die Flüchtlingssituation? Nein, es waren auch 30 Sekunden, wir können keine Nachfragen zulassen. Einfach beantworten. Okay, weil also in Bezug auf Behinderung gibt es diesen Begriff Integration selbstverständlich nicht mehr. Das ersetzt worden durch die Inklusion mit allen Folgen. Die Integration von Flüchtlingen, von asylsuchenden Schülern, ja, die wird immer mehr zum Thema. Es gibt Flüchtlingsklassen mittlerweile an den Schulen, wo zusätzlich auch, also noch zusätzlich zum sowieso schon bestehenden Lehrermangel, werden da auch noch Lehrer abgezogen und werden für diese Flüchtlingsklassen implementiert. Die Belastung wächst und das ist mit Sicherheit auch eine tickende Zeitbombe, weil die Lehrer sind auch nur Menschen und die können das nicht mehr stemmen auf Dauer. Dankeschön, bye bye. Peter Olof, Kreisverband Dortmund. Ich habe das Thema Inklusion sehr umfassend hier schon dargestellt. Für mich die Frage, Sie kommen ja aus dem Handwerk, außerhalb der Schule im Bereich der Ausbildung. Kann man sich da einfach nur das damit vorstellen? Nochmal, ich habe jetzt nicht verstanden. Sie kommen aus dem Handwerk, ja. Ursprünglich. Und Thema Ausbildung, Schule, aber ja auch die Ausbildung. Wie sehen Sie dort das Thema Inklusion? Ja, danke für die Frage, Herr Bonhoff. Also, das schlägt sich selbstverständlich auch auf den Mittelstand wieder. Ich habe vor ungefähr 3-4 Monaten, das ist jetzt ja, meinen ehemaligen Lehrherrn getroffen, bei dem ich gelernt habe. Und habe ihn genau auf diese Thematik angesprochen und er sagte, sie sind seit 2 Jahren so weit, sie stellen keine Auszubildenden mehr ein. Die Auszubildenden, die von den Schulen kommen, die sind einfach nicht mehr in der Lage, die bringen noch nicht mehr das Grundgerüst mit, was man für eine Ausbildung zum Tischler benötigt. Rechnen kann
katastrophal. Zuverlässigkeit brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind Dinge, die setzen sich selbstverständlich fort und die schlagen auch hier voll auf den Mittelstand durch. Ja. Frage von mir. Martin Mitzel, zum Kreisverband Krefeld. Herr Krinz, Sie sind eindeutig ein Mann aus der Praxis. Das neue Modewort ist aktuell Muffel, also die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. Können Sie uns vielleicht ein bisschen noch dazu erzählen, wie das jetzt funktionieren soll, die zusätzlich noch zu integrieren? Ja, Herr Dr. Vincent, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier stehen, sondern wäre irgendwie Projektleiter vielleicht bei der Caritas oder so. Also das ist, ist das typische Beispiel dafür, dass hier Situationen, Fakten geschaffen werden, ohne die Grundlagen vorher mal dafür zu erarbeiten. Hier müssen Konzepte, und zwar komplette Konzepte entwickelt werden, die auch umsetzbar sind. Und zwar mit den Ressourcen, die wir haben. Man kann nicht hingehen und die Schulen die Schulen damit belasten, indem man denen noch mehr Schüler aufs Auge drückt, ohne das Personal dementsprechend aufzustocken. Ich weiß nicht, ob es in meiner Rede so rübergekommen ist. Was im Moment an den Schulen abläuft, es ist eine Katastrophe. Das wird in 10 Jahren, wird uns das so derbe auf die Füße fallen. Und dann sind wir hier in Deutschland, NRW ist sowieso schon der kranke Mann in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wenn das hier so weitergeht und dann Leute an Fahrt aufnimmt, dann wird die Bundesrepublik bald wieder zum kranken Mann Europas. Und das kann nicht. Harpo Beuker, Kreisverband Wuppertal. Herr Krinz, Sie sprachen Konzepte an. Ich weiß, dass das an den Grundlagen Ihrer eigenen Arbeit rührt, aber kann es nicht sein, dass das Konzept der Inklusion selber schon Mist ist? Ja. Sie wollen doch nur an den Symptomen rumdoktern. Nein. Danke für die Frage und auch danke für den Einwand. Das ist richtig. Natürlich ist das mein Job. Ja. Ich möchte auch nicht an den Symptomen rumdoktern, sondern ich habe vorhin ganz klar dargestellt, dass ich nicht so illusorisch bin, ja, dass die Landesregierung jetzt hingeht oder dass wir es in absehbarer Zeit schaffen werden, die Inklusion wieder zurückzubringen und abzuschaffen. Das werden wir nicht schaffen. So illusorisch bin ich nicht. So, und man muss Konzepte entwickeln und es gibt auch schon Konzepte. Ja? Die gehen natürlich erstmal in Richtung Personal. Und mein Job als Integrationshelfer ist es, mich permanent überflüssig zu machen. So wie sich das anhört, es ist so. Je eher ich meinen Flüchtling, den ich begleite, dazu bekomme, dass er selbstständig wird, desto besser habe ich gearbeitet. Das ist meine Aufgabe. Ich arbeite quasi permanent daran, mich arbeitslos zu machen. Ja. Und ein Rumdoktern an Symptomen, wie Sie es gerade genannt haben, wenn man schon rumdoktern muss an Symptomen, dann sollte man es vernünftig tun. Weil die Ursache, die können wir hier nicht ausklammern. Die werden wir nicht abschaffen können. Das ist, wie gesagt. Wunderbar, dann bedanken wir uns für den Tut mir leid, 5 Fragen hatten wir schon gesehen. Das ist ruhig. Bevor wir anrufen, sind wir fallen auf Herrn David Eckert 143. Und auf Herrn Uwe Krinz 176 Stimmen. Der Krinz ist gewählt und wir können die Liste auf 20 schreiben. Meine Damen, meine Herren, Herr Krinz, Herr Brücken, formale Frage, Herr Krinz, Sie nehmen die Wahl an.